Combined Powers. Mit diesem gemeinsamen Konzept eines autonomen Zugfahrzeugs überraschten Krone und Lemken Anfang 2022 die Landtechnikwelt. Aktuell ist die zweite Generation der verfahrenstechnischen Einheit, kurz VTE, im Feldeinsatz. Neben dem autonomen Fahren nehmen die Entwickler das Arbeitsergebnis der Anbaugeräte in den Fokus. Lemken und Krone setzen bei der VTE auf ein dieselelektrisches Konzept. Ein 230 PS Vierzylinder MTU-Motor treibt einen Generator an. Jeweils ein Elektromotor an Vorder- und Hinterachse bewegen das Fahrzeug mit bis zu 20 km/h. Ein weiterer E-Motor ist für die Zapfwelle zuständig. Die Fahrtrichtung kann passend zur Arbeit gewählt werden. Für das Mähen ist Schubfahrt angesagt. Im Feld orientiert sich die VTE per GPS und arbeitet automatisch. Dazu ist vorher die exakte Fahrspurplanung in einer App nötig. Zur Hinderniserkennung ist das Fahrzeug rundherum mit Sensoren ausgerüstet. Es kommen Kameras, Radar- und LIDAR-Sensoren zum Einsatz. Die Sensoren sollen später auch das Arbeitsergebnis bewerten können. Aktuell gibt es nur einen Anbauraum. Dies könnte sich in späteren Versionen noch ändern. Ein weiteres Hubwerk, aber auch Aufbauten auf dem Fahrzeug sind denkbar. Für den Feld- oder Anbaugerätewechsel steuert der Bediener die VTE per Fernbedienung. Alle Funktionen, vom Fahren über Hydraulik und Hubwerk bis hin zur Zapfwelle, lassen sich damit manuell ansteuern. Rund 2 Jahre Entwicklungsarbeit stecken in der VTE. Bis zur Serienreife wird es laut Lemken und Krone noch dauern. Aktuell liegt der Fokus auf Praxiseinsätzen und dem Sammeln von Erfahrungen. Auch die Weiterentwicklung der Sensortechnik in Richtung optimales Arbeitsergebnis ist ein Schwerpunkt der Entwicklung. Profi meint, ein spannendes Konzept. Wir bleiben am Ball.